Also Lüttingen und ich auch persönlich als stellvertretender Bürgermeister, wir freuen uns ganz besonders auf diesen Empfang mit dem englischen Botschafter des Vereinigten Königreiches hier in Lüttingen. Auch für Lüttingen eine besondere Ehre, dass er uns mit seinem Besuch aufwartet. Und ganz besonders darf ich Sie begrüßen, seine Exzellenz, den Botschafter des Vereinigten Königreiches, Sir Sebastian Wood. Herzlich willkommen bei uns im Rathaus in Lüttingen. Und wir sind auch sehr stolz auf unseren Ort selbst. Wir sind ein großer Wallfahrtsort, im deutschsprachigen Raum der größte Wallfahrtsort. Etwa 1 Million Besucher kommen jedes Jahr, Wallfahrer, Besucher, um diese Stadt und unsere Mutter Gottes hier drüben in der Heiligen Kapelle zu besuchen. Und so sind sie auch hierher gekommen. Und der Besuch bei der Mutter Gottes hat jetzt nicht unbedingt was mit Brexit zu tun, aber es ist immer eine Möglichkeit, etwas loszuwerden. Vielleicht haben Sie irgendwo auf der Fahrt die Möglichkeit, mal hineinzuschauen oder privat hier nach Lüttingen wieder mal zu kommen. Und hier ist so ein kleines Überlebenspaket von Lüttingen, wo Sie was sehen können, wo Sie was annehmen können. Man sieht allein schon an diesen Schwesterstädten Alt- und Neuötting, dass man durchaus auch, wenn man sich trennt, es gab ja mal Ötting, dass man dann doch auch durchaus sehr gut zusammenarbeiten kann. Wir alle bedauern das Votum des britischen Volkes vom 23. Juni letzten Jahres. Es ist aus meiner Sicht weder im Sinne Großbritanniens noch im Sinne der restlichen Europäischen Union, dass Großbritannien die Europäische Union verlassen wird. Aber, und das glaube ich ist auch wichtig zu sagen, Großbritannien bleibt ein wichtiger Bestandteil Europas. Manche Fragen vielleicht kann ich beantworten, manche Fragen müssen unbeantwortet bleiben, weil sie immer noch offen sind. Aber eines ist klar, dass Großbritannien, obwohl wir die EU verlassen, verlassen wir nicht Europa. Kulturell, geografisch wäre das überhaupt nicht möglich. Ich bin Europäer, meine Kinder sind Europäer und es ist deshalb sehr wichtig, dass wir obwohl es uns eine sehr große Herausforderung vorsteht und die Verhandlungen über den Austritt nicht einfach sein werden, ist es wichtig, dass wir eine neue und tiefe Partnerschaft zwischen uns gestalten. Ich persönlich bin sehr froh, dass mit Sir Sebastian Wood heute der britische Botschafter in Altötting bei uns im Wahlkreis ist. Der ist der erste Vertreter des Vereinigten Königreichs in Deutschland und die Zeiten sind derzeit ja alles andere als einfach. Es stehen uns sehr schwierige Verhandlungen, was den Austritt Großbritanniens aus der EU anbelangt, bevor. Aber Großbritannien ist und bleibt ein sehr wichtiger Partner für unser Land. Großbritannien ist beispielsweise für Bayern nach den USA der zweitwichtigste Handelspartner und deshalb habe ich persönlich ein großes Interesse, auch in meiner Funktion als Vorsitzender der deutsch-britischen Parlamentariergruppe, dass zum einen die Verhandlungen auf gleicher Augenhöhe erfolgen, dass sie auch so erfolgen, dass man auf beiden Seiten versucht, ein optimales Ergebnis für beide Seiten zu erreichen und vor allem, dass man dann auch nach dem Austritt Großbritanniens ordentlich, vernünftig und vertrauensvoll weiterhin zusammenarbeitet. Beispielsweise im Bereich der Wirtschaft, aber auch im Bereich der Sicherheit. Großbritannien und Deutschland verbindet sehr viel. Wir teilen die gemeinsamen gleichen Werte. Wir haben gleiche Interessen in Europa, aber auch in der Weltpolitik. Wir sind starke Rechtsstaaten, starke Demokratien, sind beide stark am Welthandel interessiert, haben nur bei einem Thema keine gleichen Interessen und das ist der Fußball. Insbesondere wenn beide Nationalmannschaften gleichzeitig auf dem Spielfeld stehen. Aber mit Ausnahme dieser Episoden, was den Fußball anbelangt, ist Großbritannien mit unser engster und wichtigster Partner und das soll auch nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU so bleiben.